Weil du jetzt es läuft, mach. So, und los geht. Ja, hallo. Hallo. Sie hier? Also, ich heiße Dorit Brennstadt, ich bin hier Jugendreferentin. Ich bin zuständig für Jugendarbeit in der Kooperation Jugendarbeit Schule. So sieht's aus. Und was passiert hier heute alles? Was ist der Sinn der ganzen Sache? Also heute findet ein SMP-Tag bei uns statt, ein Tag für Schülermentoren, der sie befähigen soll, dass sie hinterher Jugendarbeit in Kooperation mit der Schule selber machen können. Ich bin Noah, ich bin 15 Jahre alt und gehe auf die Osthammer Realschule. Ein Schülermentor ist jemand, der in der Hausaufgabenbetreuung zum Beispiel einer Schule auf die Jüngeren, zum Beispiel die Sechstklässler, aufpasst. Wir dürfen nicht immer danach fragen, was es unserer Kirche und unserer Gemeinde bringt, sondern wir müssen in erster Linie fragen, was bringt es diesem einzelnen Kind, diesem einzelnen Jugendlichen. Ja, ich habe heute mit jungen Menschen einen Comic-Workshop gemacht. Da ging es darum, Menschen das Comic, das Zeichnen näher zu bringen, das Medium Comic und auch inwieweit das für sie selber interessant ist. Also wir haben da praktische Übungen gemacht. Ich habe den Workshop Sing Mein Song gemacht. Es war mir wichtig, dass die Spaß in dem Workshop haben, dass wir einfach praktisch wirklich singen und dass ich ihnen dann Werkzeuge an die Hand gebe, wie sie selber an ihren Schulen eigentlich Schülerbands oder Musikkreise oder wie auch immer man es nennen will, starten können und auch in gewissem Maße imstande sind, die anzuleiten. Wir kooperieren mit vielen Schulen in Stuttgart, etwa 40 Schulen. Und die Leute, die jetzt heute gekommen sind, die sind aus 10 verschiedenen Schulen, von der Werkrealschule bis zum Gymnasium. Ich finde es so klasse, dass wirklich Jugendliche aus allen gesellschaftlichen Schichten und Gruppierungen hier zusammenkommen. Es gibt welche, die noch nie eine Kirche von innen betreten haben und die heute zum ersten Mal in der Andacht waren und gesagt haben, Mensch, das war klasse, also was der Kollege da über Glück gesagt hat, das betrifft ja genau mich. Wir hier in der evangelischen Jugend verstehen es so, dass wir für alle Kinder in dieser Stadt da sind. Also Gott hat alle Kinder auf diese Welt gebracht. Er liebt alle. Ich finde es klasse, wenn auf diese Art sozusagen diese große Liebe und diese Zuwendung auch spürbar wird. Und wenn Kinder, denen sonst schlecht geht, wenn sie erfahren, dass sie genauso viel wert sind wie andere, die auf der Sonnenseite des Lebens groß werden. Das finde ich genial. Wir geben immer eine Information. Manchmal nervt es mich auch, gebe ich ganz ehrlich zu. Manchmal wird es mir zu viel und ich denke, nee, dazu bin ich doch nicht hier, damit ich ständig irgendwelchen Leuten hinterher telefoniere. Es ist viel aufwendiger und viel anstrengender, viel zeitintensiver. Aber letztendlich, wenn sie denn da sind oder auch so wie heute, dann wieder 60 Leute da sind, dann ist das ein riesengroßer Erfolg und das motiviert mich. Ich finde die Arbeit faszinierend, weil zu uns Kinder, Jugendliche kommen, mit denen wir sonst nie zu tun hätten bei uns in der Kirche. Und ich finde diese Chance, die sollten wir uns nicht entgehen lassen.